ein Armutszeugnis für die CDU. Die CDU ist gerade dabei, sich völlig unglaubwürdig zu machen. Bodo Ramelow machte der CDU einen selbstlosen und versöhnlichen Vorschlag. Der Linke schlägt seine CDU-Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht als Interimsministerpräsidentin vor. Die Grünen-Chefin sagt dazu: Respekt, so geht verantwortungsvolles Handeln im Sinne der Demokratie, liebe CDU. SPD-Vizevorsitzende Clara Geiwitz sagt: Mein Respekt für Bodo Ramelow. Wer sein Land liebt, der sucht in der Krise vor allem eine Lösung und denkt dabei nicht zuerst an sich. Mario Vogt, CDU-Vizechef in Thüringen, sagt: Wir glauben, dass das Wichtigste ist, dass am Ende eines Prozesses nicht die AfD stärker werden kann, als sie jetzt schon ist. Wohl eher eine schlechte Ausrede, denn am stärksten würde wahrscheinlich die Linke bei Neuwahlen gewinnen. Es zählt also nicht zuerst das Land, sondern die CDU denkt zuerst an sich. Aus Angst vor Neuwahlen und dem daraus resultierenden Stimmenverlust zögert die CDU nun. Dabei wäre es nötig, sich als Demokraten gemeinsam gegen Faschisten und Demokratiefeinde zu stellen.